Ich fange einfach mal an, ich habe ja nicht so viel Zeit, wie ich gehört habe. Mein Kollege Paul Fehlkart und ich, wir haben heute zwei Poster mitgebracht. Beide Poster basieren auf dem 2014 Census on Open Access Repositories in Germany, Austria und Switzerland. Das ist eine Studie, die wir gemeinsam mit Kollegen und Studierenden von der Humboldt-Universität am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft durchgeführt haben. Auf diesem ersten Poster haben wir die regionale Verteilung von Open Access Repositorien in Deutschland dargestellt. Wir schauen uns dort ein bisschen genauer an, wie viele Repositorien gibt es in den einzelnen Bundesländern, wie groß sind die, wer sind die betreibenden Einrichtungen. Und wir haben noch ein zweites Poster mitgebracht, was auch sich auf den deutschsprachigen Raum bezieht. Bei dem Poster haben wir versucht, die Kriterien, die wir im Zensus erfasst haben, in Kategorien einzusortieren und haben uns eine Metrik überlegt, nachdem wir die einzelnen Repositorien bewerten können. Und wir haben uns hier auf Basis dieses Metrikentwurfs die Top 50 der Open Access Repositorien angeschaut. Ich kann noch weiterreden, ansonsten kommen Sie einfach zum Poster. Ich freue mich auf die Diskussion, mein Kollege Paul freut sich auch auf die Diskussion.